Ja, die Vorbereitung dauerte ein ganzes Leben. Jetzt wird Prinz Charles die Rolle als König ausfüllen müssen. Eine große Aufgabe in Zeiten, in denen die Queen geliebt wurde, die Monarchie aber längst nicht mehr unumstritten war. Charles engagiert sich für die Natur und den Biolandbau. Immer wieder warnt er vor der Klimakatastrophe. Das sind Themen, die die Welt retten können. Bringen sie ihm aber auch königliches Ansehen? Sven Lohmann. Die größte Rolle, den Auftrag seines Lebens, übernimmt Charles mit über 70 Jahren. Zuletzt hat er seine Mutter, die Queen, immer häufiger vertreten, wie bei der traditionellen Parlamentseröffnung zum Beispiel. Einfach in die Fußstapfen seiner Mutter treten will King Charles nicht. Die Monarchie will und muss er verändern. Vertreten soll sie nur noch ein kleiner Kreis. Er und Thronfolger William, sein Sohn, mit Familie. Und er wird mehr schweigen über das, was er denkt. Zuletzt bezeichnete er die Asylpolitik der Regierung als Schande. Als König wird er nun politisch neutral sein müssen. Eigene Vorstellung aber hat Charles. Den ökologischen Landbau fördert er in seiner Zeit als Prinz in Wartestellung. Und auch den modernen Städtebau. Er war damit seiner Zeit immer wieder etwas voraus. Es ist wohl mein Leben, Menschen zu überzeugen, die es nicht verstehen, worauf ich hinaus will. Charles ist das erste Kind von Queen Elizabeth und damit Thronerbe. Er wird, anders als früher, nicht von Privatlehrern erzogen, sondern geht ins Internat. In Cambridge studiert er Geschichte und Archäologie. Dort zieht es ihn auch auf die Theaterbühne. Die Traumhochzeit feiert er mit Prinzessin Diana. Es ist aber eine Zweckehe. Und Diana stiehlt ihm auch noch die Show. Eine öffentliche Schlammschlacht beginnt mit Ehebruch und Ehe aus. Sein öffentliches Ansehen sinkt. Die Frau an seiner Seite wird seine Jugendliebe Camilla. Mit vielen Terminen und Engagements verbessert er sein Image. Auch weil er hilft. Über seine Stiftung für sozial benachteiligte Jugendliche finden Tausende Arbeit. Die Queen akzeptiert Camilla, verleiht ihr kürzlich sogar den Titel Queen Consort. Charles hat über Jahre gelernt, König zu sein. Es wird seine Aufgabe sein, nun die Monarchie für die Zukunft aufzustellen. Ja, darüber wollen wir noch mal reden mit Annette Dittert, unserer Korrespondentin in London. Tja, Annette, God save the King. Das klingt schon mal merkwürdig, oder? Da müssen wir uns jetzt alle dran gewöhnen. Liz Truss, die neue britische Premierministerin, die Queen ja noch vor wenigen Tagen in Balmoral selbst gesehen hat, die hat das heute das erste Mal öffentlich gesagt und das klang wirklich seltsam, ja. Nun hat ja Charles, wir haben es eben im Film auch gesehen, anders als seine Mutter nie hinterm Berg gehalten mit seinen politischen Ansichten. Wie werden die Briten so einen König finden? Also ich denke, das wird mittelfristig ein Problem für ihn. Zunächst wird aber, denke ich, nach diesen 10-tägigen Trauerfeierlichkeiten ihm diese Welle der Sympathie für seine Mutter auf ihn überschwappen sozusagen und ihn tragen über eine ganze Zeit. Das heißt, erstmal glaube ich, wird er einen guten Start haben, dann kommt irgendwann die Krönung. Das dürfte funktionieren, das dürfte für ihn auch gut gehen. Das hat sie ja auch gut vorbereitet. Aber natürlich kommt er in dieses Amt anders als sie, die ja so jung mit 27 in dieses Amt kam als unbeschriebenes Blatt, kommt er eben nicht als unbeschriebenes Blatt, sondern er kommt als einer, der sich politisch durchaus schon geäußert hat. Und das wird mittelfristig schwierig für ihn werden, denn die Monarchie ist eine konstitutionelle, er muss sich neutral verhalten. Und diese Neutralität, mit der die Königin so über so viele Jahre und Jahrzehnte es geschafft hat, wirklich alle Briten hinter sich zu vereinen, das wird für ihn weitaus schwieriger sein, wenn er jetzt ihr Erbe antritt. Einschätzung von unserer Korrespondentin Annette. Danke dafür.